Wir haben jetzt 74 Stunden insgesamt. Ja, insgesamt. Wir haben ja zuvor auch noch gespielt, aber ich meine die Aufnahme. Wir haben ja, du darfst ja nicht das Gesamte von Factorio rechnen. Weil, wenn ich so sag, wir haben... Also ich habe jetzt halt als Zusatzfolge aktuell noch... Nee, Grotossen ist jetzt halt als Zusatzfolge. Ist ja Grotossen. Die Stadt in aus Banished. Danach kommt 12 Laborers of Hercules. Habe ich auch schon geschnitten. Das kommt dann als nächste Zusatzfolge. Das sind ja auch 12 Folgen. 12, 13 Folgen irgendwas in dem Dreh. Danach hätte ich die City Skylines Stadt gemacht. Die wir jetzt angefangen hatten oder die wir beendet haben. Und ja, und danach haben wir noch eine Banished Stadt. Aber da würde ich erst zuvor ein anderes kleines Spiel, das heißt Turmoil, reinhauen. Als Zusatzfolge damals 10 Folgen oder sowas aufgenommen. Ja. Das wäre so der Plan gewesen. Dann habe ich zumindest schon mal ein kleines Spielchen abgehakt und nach Turmoilhead wäre dann wieder die zweite Stadt in Banished gekommen, die wir jetzt halt haben. Das wäre dann irgendwann August. Wenn man das, wenn ich das mal so rechne, dass wir eigentlich jeden Tag eine Folge haben und Freitag, Samstag, Sonntag zwei Folgen haben, die kommen. Weißt du, wisst ihr, glaube ich, wie viel auf meiner Platte ist, oder? Elex ist auch so ein Thema. Elex haben wir jetzt auch 50 Stunden vorgestern gemacht. Und die 50 Stunden voll gemacht. Das kann ich auch nicht als Zusatzfolge laufen lassen. Muss dann auch schon jeden zweiten Tag die Folge kommen. Was noch? The Forest. The Forest existiert auch noch. Oder haben wir wieder begonnen? Darf man auch nicht vergessen. GTA-Folgen. Oder GTA. GTA existiert auch noch. Dann, was haben wir noch? GTA, Minecraft Community Server. Das ist ja nochmal eine extra Zusatzfolge. Die kommt ja dann immer um... Ja doch, nee, der ist ja auch nochmal eine Zusatzfolge. Der Community Server. Wenn wir da auf dem Server wieder sind. Ist ja auch noch... Darf man auch nicht vergessen. Da würde ich eher sogar fast sagen, ich mache dann heute nach Factorio, sobald unsere Raketchen gestartet sind, würde ich gerne auf dem Community-Server weiter arbeiten. Also nicht spielen dann, sondern weiter am Server arbeiten. Ich habe da noch ein, zwei Sachen. Oder wir richten endlich mal den Ankh-Bot ein, Chris. Wäre auch so noch eine Sache. Den da, wo ich immer noch nicht angefangen habe. Wir haben ihn mal gestartet, aber das war es auch schon. Installiert und gestartet. Und soweit halb eingerichtet. Aber das war es halt einfach auch wirklich schon alles wieder. Und daher... Also ich habe viel Arbeit eigentlich. Ich habe eine Nachricht. Ich habe zwei Nachrichten. Wer schreibt mir denn alles? Chris, bist du noch da? Nein, ich bin schon tot. Weil ich hab dazu das Gefühl gehabt, dass ob ich Selbstgespräche führe. Nee, ich falle dir nur in das Wort neu. Achso, ja, das muss man bei mir machen. Das muss man bei mir ab und zu mal machen. Ja, Antwort müssen wir halt noch einrichten. Das wäre halt auch noch. 80%. Ich habe hier gleich sämtlichen Beton abgerissen. Ich weiß nicht mal, wohin damit. Jetzt geht's dir wie mir. Mach mal die ganzen Hauptlins, wo die laufen voller Beton. Mhm. Scheiß drauf. Eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Wir haben ja... Ich habe eine andere Idee. Ich weiß nur nicht, ob du so begeistert sein wirst davon. Sprich. Und zwar, wir haben
doch mittlerweile eine sehr große Fläche unser Eigen, können wir nennen. Aus einzäunen. Ja, und auch mit Verteidigung aufbauen. Wir haben ja Lasergeschütztürme automatisiert. Ich weiß nie, warum wir Lasergeschütztürme automatisiert haben. Wir haben auch Uranmunition automatisiert. Die haben wir, nee, ich hätte Lasergeschütztürme gemacht, weil sonst da jedes Mal Ding, Lasergeschütztürme hat halt einfach, braucht Strom, fertig. Wäre das Einfachste. Hätte ich jetzt mal gesagt. Wenn wir das ganze Zeug hier mal einzäunen. Zumindest erstmal hier oben vielleicht schon. Ich hätte da schon so einen Plan, wo wir es ein bisschen einzäunen. Übrigens, Chris, du musst da kein Wasser runterlaufen lassen. Wo? Bei der Offshore-Pumpe, wenn du da drüber das auch mit Stein zuklatscht, dann ist es egal. Hauptsache nur da, wo die Offshore-Pumpe selbst ist, ist ein bisschen Wasser. Da müsste doch irgendwo ein perfektes Beispiel da unten im Eck sein. Ja, unten bei der Forschung, das Eck, wo das den Knick ist, wo auch der Weg dann nach oben geht, da ist auch eine Offshore-Pumpe in so einer kleinen Pfütze drin. Also würde ich sagen, zäunen wir es ein, oder? Machen wir einen großen, fetten Weg außenrum. Alter. Was denn? Weißt du, was mit... Also jetzt rein nur die Hauptbasis. Ja, nur die Hauptbasis, ja. Natürlich nur die Hauptbasis. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ja, weil sonst dürfen wir jede Menge Zeug wegräumen noch. Wobei, wir wollen nicht übertreiben. Ich glaube, das haben wir schon. Nein. Na, oh, das Wasser. Da geht's nicht weiter. 84%. Läuft weiter. Chris wird aus dem Spiel geworfen. Ich bin wieder da. Bist wieder da. Mist, ich habe jetzt schon Hoffnungen gehabt. So, machen wir das halt einfach. Ist doch egal. Schönen Weg außenrum, eine schöne Mauer außenrum. Wollten wir eh eigentlich machen. Ich weiß zwar nicht warum. Ich habe keinen Beton mehr. Ich weiß zwar nicht warum wir das machen wollten, aber wir wollten es machen. Ja, da wirst du noch Landaufschüttung machen. Ja. Wir wollten es halt machen. Ich glaube, deswegen haben wir ja auch, glaube ich, die Lasergeschütztürme automatisiert, oder nicht? Ich hol Beton. Du könntest ja Mauern holen. Oder machst du erst die Landaufschüttung? Ich mache erst die Landaufschüttung. Okay. Zack. 4000 Beton. Ich hoffe, das reicht eine Minute. So, und ich flitze wieder hoch und klatsch weiter Beton hin. Mach ich auch. Ich renne jetzt mal dran vorbei. Ja. Wieso hatten... Ich weiß nicht mehr irgendwie, wofür habe ich dieses Eisenfeld im Kopf gehabt hier? Wie gesagt, das brauchen wir hier. Ja, ich weiß für was. Für die Automatisierung von dem Zeug. Oben von der Genzilo wollte man es nennen. Ja, aber das brauchen wir doch für nichts. Du wolltest für Raketensilo extra alles aufbauen nochmal mit Hochöfen, bla bla bla. Nee. Doch. Nein, das weiß ich. Ich habe gedacht, wir... Nee, den Beton... ich habe gedacht, man braucht Beton. Nicht Eisen selbst, Beton. Weil Beton braucht man für Eisen. Weil hätte ich alles nochmal aufbaut, würde mir dieses kleine Eisenfeld nicht reichen. Weil das ist mir zu klein dafür dann. Siehst du, was wir verbrauchen gerade? Vor allem, wenn ich gerade mal so durchgehe. Ich denke, es war für Beton, wo ich gesagt habe, ach, da reicht die Millionen, die da oben liegt.
Unser Eisenfeld unten ist ja auch schon wieder fast leer. Darf man halt auch nicht vergessen. Okay, ich hab die Offshore-Pumpe komplett zugebaut. Es geht einfach so schön schnell mit der Kampflinte der Wald weg. Und der panzerbrechenden Muni. Geht einfach so schön schnell. Bleibt kein Baum mehr stehen. Liebe Baumknutscher, das ist ein Spiel übrigens. Also wer sich, wenn sich einer aufregt, dass ich die Bäume wegschieße, es ist ein Spiel. So, hier unten das Feld ist ja eigentlich auch. So weit weg. Hast du eigentlich, mal so, abseits vom Text, hast du eigentlich schon die neue lebendige Welt durchgemacht? Nein. Ja, ihr Softdesk sagt auch schon die ganze Zeit, ey Alex, wir müssen weitermachen, aber momentan... Ich glaube, ich bekomme den Beherrschungspunkt für da unten schon komplett fertig. Ich habe keinen Beton mehr. Aber momentan, da muss ich sagen, ich habe mal wieder gerade wenig Lust auf Guild Wars. Das ist immer so, ich zock dann eine Woche durch Guild Wars und dann habe ich irgendwie keine Lust auf einmal wieder mehr. Ja, es war so bei mir, warum uns mal so lange wollen greifen, zwei Tage später. Scheiße, ja, den Greifen habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Ich habe nämlich bloß auf Langeweile geholt. Ja, bei mir ist dann die lebendige Welt dazwischen gekommen. Deswegen habe ich den Greifen noch nicht. Die Elvia hat ja durchgezogen, das war, naja. Die neue? Hast du gerade eben gesagt, nein. Neue habe ich den Anfang gemacht, dass ich um das Gebiet habe, aber. Ach so, ja. Ja, Chris. 2 Stunden lang in einer Mission gegangen. Ja, die haben wir schon. Wir sind schon weiter. Wir sind schon, ich sag mal, bei der Hälfte circa? Circa gefühlt die Hälfte. Ja, haben wir. Ich hab bloß die erste Mission da gemacht. Die habe ich auch gemerkt, schnell Mission ist der Dialog bis unten. Ja, da hat. Das war es bei uns ähnlich. Wir haben gedacht, mach's zu schnell. Bei Softdesk wollte dann schon ins Bett. Und dann hat er gesagt, komm, machen wir die eine Mission noch. 92%. Und dann hat er keine Lust mehr gehabt. Du startest die Rakete nicht ohne mich. Ich werde dich sonst töten. Ich will die Rakete starten. Das Ding steht auf Autostart. Landung. Nein, mach das raus. Ich habe das vorhin extra nicht drin gehabt. Was passiert, wenn man auf den Gegner? Ich weiß gar nicht, wie man eine Atomrakete baut. Ja, ich suche gerade so ein schönes großes Feld, weil die hat einen Radius von 35 mal 35. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie man eine Atomrakete baut. Wenn ich das gerade mal so sag. Weil, woher? Atomrakete. Atombombe. 20 Prozessoren sind Sprengstoff und 30 Uran 235. Ja, aber muss ich die dann in die Rakete reinsetzen oder ist das... eine platzierbare Bombe. Verstehst du, was ich meine? Sollte ich zum Lachen bringen? Ja, sag doch. Raketenwerfer. Da möchte ich aber nicht in der Nähe sein. Also bei einer Atombombe möchte ich nicht in der Nähe sein. Zieh nur Fallout 4. Ja. Alex, da ist Zaun. Hä? Da ist Zaun was? Nein, das habt ihr nicht gesagt. Doch, ich hab gesagt, ey, Vorsicht, Zaun. Nein, das habt ihr nicht gesagt. Ihr habt den Zaun. Du musst ja die Verzögerung rechnen. Als ihr das mit dem Zaun gehabt habt, war es schon zu spät. Und das war der Raketenwerfer, nicht der Fatman.
aber lustig. Die schöne T60. Die schöne X1. Ja. Ja. Aber wozu hebe ich denn sonst immer die Raketen auf? Die hebe ich ja auch einfach nur auf. Für Nahkampf. Für Nahkampf hebe ich die auf, ja. Und irgendwann habe ich dann so viele Raketen, wo ich immer denke, ach scheiß drauf, ballerst jetzt einfach mal die Raketen hier weg. Muss ich aufpassen beim Schießen nicht, dass da gleich ein Zug angerollt kommt. Ich glaube, das wäre nicht so schön. Wenn du plötzlich... Und ich bin platt. Oder ich habe zuvor... Ha? Bahnhof 2 fährt ab. Ja, ich sehe es. Ich achte mit drauf. Ich bin schon daneben. Eisen und Kupfer steht. Wie steht? Sie stehen. Oh, die sind noch nicht komplett entladen. Könnte ein Grund dafür sein, ja. So. Kann es sein, dass ich mit dem Solar und mit dem Akkumulatorenfeld übertrieben habe? Ja, das nächste Mal bauen wir bloß 2 Fusionsreaktoren oder 3 Stück und die Sache hat sich gegessen. Ja, die haben wir ja in der Zeit noch gar nicht gehabt. Die haben wir ja noch lang nicht gehabt in der Zeit. 97. Das darfst du ja nicht vergessen. Wir haben die ja erst schon spät bekommen. Wenn du es mal so siehst, wann haben wir denn die erst gekriegt? 97%. Jetzt, geh weg. Warum setzen sich Katzen immer vor Bildschirm hin? Ich hab echt Angst, gerade hier rumzulaufen. Oh nein, ich habe die Mauer kaputt gemacht. Muss ich da ein bisschen aufpassen. Weil eben hier gleich ein Zug kommen könnte. Ich passe mal ein wenig mit auf. Nicht, dass ich den Zug gleich kaputt schieße. Wäre nicht so schön. Gut, jetzt schieße ich eh nicht mehr in die Richtung vom Zug. Steinzug kommt. Gleich nicht mehr. Bin platt. Nein, warum verbaue ich mich denn ständig? Stehen bleiben, da kommt... Na egal. Bis der da ist, bin ich schon lang durch. Jetzt habe ich kein Beton mehr. Ich komme! Da außenrum noch eine Mauer setzen? Die Rakete startet leer, ich habe noch eine Mauer gemacht. Nein! Hast du immer noch den Autostart drin gehabt, du Arsch? Nein, gar nicht. Ach so, die fährt ja nur raus. Die ist jetzt erst fertig. Hoffe ich zumindest. Ja. Die ist fertig. Die ist nur fertig. Deswegen ist sie rausgefahren. Die startet da noch nicht. Keine Sorge. Aber ich komme. Ich muss ein bisschen ranzoomen, sonst ruckelt's. Aber wenn wir die jetzt stehen lassen, wird offscreen mal stehen bleiben für 2-3 Stunden und länger, dass alles durchproduziert ist, dann ja. Machen wir sehr gut Raketen. Ja. Ich weiß. Nein, wir wollen die Rakete jetzt starten. Willst du nur sagen, dass ich mich offscreen dorthin stellen soll, das nächste Mal wieder? Logisch. Und die andere Frage ist, woher kriegen wir dann die 1000 Tränke? Die droppen ja nicht einfach so. Vielleicht gibt's dafür dann eine extra Nahrungsbauen darf? Keine Ahnung. So. Der hat den Satelliten automatisch rein. Ja. Will starten. Hab auf Start gedrückt. Gestartet. Ich stehe in der ersten Reihe. Sieht auch schon geil aus, wie die Rakete startet. Also ja, es ist schon geil. Ist schon wirklich geil. Jetzt kann ich nicht mehr rauszoomen. Jetzt zieh's weg. Beende das Spiel. Gewinne das Spiel ohne Anbieterkisten oder Anforderkisten. Nice. Bäume haben wir. 34.000 Spielzeit 176 Stunden? 176 Stunden?
Stunden? Ja. Wir haben doch keine 176 Stunden auf... Okay, ich war offscreen auch öfters ein bisschen drauf oder AFK rumgestanden. Okay, glaube ich jetzt. 34.000 Bäume haben wir gekillt. 2.000 kleine Beißer. 625 Beißernäste. Das sind wenig. Wir hätten mehr töten müssen. Große Beißer 300. 58 mittelgroße Beißer 300. 73 Speier. Wir haben echt... Zerstörer? Was sind Zerstörer? Mittelgroßer Wurm, Kohle, kolossaler Beißer. Steinmauern haben wir 9 getötet. Kolossaler Speier. Unterirdisches Rohr. Solarpanels. Erzförderer, Geschütztürme. Ich würde sagen, fortfahren. Ah, die sind jetzt dann hier unten drin. Und zwar Ergebnis der Weltraumforschung unten. Stehen die dann da unten drin? Ein K. Wo stehen die drin? Die waren da unten drin bei Ergebnis für Weltraumforschung. Ich habe jetzt genau 1000. 1000. Oh, ich hab schon weggedrückt. Ja, ich hab's ja ins Inventar gedrückt. Genau 1000 Stück. Ich würde sagen, wir haben unsere Rakete gestartet. Ich bin noch fortfahren, ich hab nichts gerückt. Du bist ja noch im Spiel. Wir haben jetzt unsere Rakete gestartet. Wir speichern's. Ich weiß nicht, ob wir nochmal unsere Mauer irgendwann weitermachen, ob wir nochmal reinspringen in Factorio. Wenn dann nur relativ kurz. Aber, ob ich mal offscreen noch ein bisschen rumstehen kann und dann gleich mal zack, 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 paar Raketen nacheinander durchballern, das werden wir sehen. Für mich ist das Let's Play jetzt hat hier so weit abgeschlossen, erstmal. Wenn noch eine Folge kommt, dann seht ihr das noch eine Folge. Wenn es nochmal im Stream kommt, dann seht ihr das nochmal im Stream. Aber wir gehen jetzt hier raus, verabschieden uns vom Fakt.